Schön. Also vielen Dank für die kurze Einleitung und vielen Dank für die Einladung. Ich war hier letztes Jahr, saß im Publikum bei der ersten Veranstaltung. Umso mehr freue ich mich, heute auf der anderen Seite stehen zu dürfen und Ihnen von ein bisschen von unserer Arbeit und von unseren Erfahrungen auf dem Bereich BIM für Landschaft berichten zu dürfen. Kurz zu dem heutigen Fahrplan. Ich möchte die Präsentation mit einer knappen Einführung zu dem, wer wir sind und wie wir das Thema BIM verstehen, anfangen. Und dann zeige ich ein paar Anwendungsbeispiele. Und abschließend möchte ich ein paar Sätze zu der Zukunft, wie wir BIM für Landschaft verstehen, wie wir, was wir für die nächsten 2 Jahre uns vorgenommen haben. Was hier als Info, die Präsentation hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit zu dem Thema BIM. Das ist ja eine sehr subjektive Sichtweise. Letztes Jahr gab es hier einen sehr guten Vortrag von RMP-Architekten, Landschaftsarchitekten, die eine sehr, sehr gute Einführung eben in die ganze Thematik gemacht haben. Und diesen Vortrag kann man auf dem YouTube-Channel von der HSR sehen. Heute habe ich den auch noch mal kurz mir angeschaut. Also wer mehr Info braucht, sollte bitte sich da melden. Also wer sind wir? Wer ist Rambold Studio Dreisel und wer bin ich? Ich komme aus Polen ursprünglich, bin vor 5 Jahren nach Überlingen umgezogen. In Polen habe ich auch studiert und ich habe Umweltingenieurwesen mit dem Fachbereich Wasserbau und hydraulische Simulation studiert. Und seitdem ich dem Büro Rambold Studio Dreisel beigetreten bin, arbeite ich in so einem Spagat zwischen Landschaftsarchitektur und Umweltingenieurwesen. Und noch zusätzlich kommen dazu die Aufgaben von einem BIM- und CAD-Manager bei uns im Büro. Wenn ich von unserem Büro erzähle, dann spreche ich eigentlich von den Standorten in Deutschland. Das Büro Studio Dreisel gehört einem internationalen Konzern Rambold, der ursprünglich in Dänemark seine Wurzel hat. Inzwischen sind wir fast weltweit unterwegs, mehr als 15.000 Ingenieure aus allen möglichen Hintergründen. Und das Büro Dreisel, das übergeordnete Prinzip ist, lebenswerte Städte zu gestalten, lebenswerte Orte zu gestalten. Und das quasi per Definition setzt voraus, dass wir auf einer Schnittstelle zwischen verschiedenen Disziplinen arbeiten und der Beitrag ist sehr interdisziplinär. Und das wird dann in unserem Projektportfolio widerspiegelt. Von sehr kleinem Maßstab, Spielplätzen, Wasserspielplätzen über Plätze und Siedlungsgebiete, Flussrenaturierungsprojekte bis zu einem sehr, sehr großen Maßstab, Masterpläne für ganze Städte und Einzugsgebiete für gesamte Flüsse. Also nicht nur ein umfangreiches Portfolio, aber auch das ist ein sehr buntes, interdisziplinäres Team. In unseren 2 Standorten in Überlingen, am Bodensee und in Hamburg haben wir Architekten, Landschaftsarchitekten, Umweltingenieure, Bauingenieure, alles Mögliche und aus verschiedenen Ländern, aus Italien, Weißrussland, China, Argentinien, aus Indien, aus Portugal, aus Griechenland, aus Polen, also wirklich ein buntes Team. Und das alles trägt dazu bei, wie, also nicht nur die Projekte, aber auch das Team mit diesen verschiedenen Erfahrungen trägt dazu bei, wie wir zusammenarbeiten und wie wir unsere Projekte rangehen. Und das hat auch Auswirkungen auf die Frage, wie wir das Thema BIM überhaupt verstehen, BIM für Landschaft. Es gibt viele Landschaftsarchitekten, wenn die dieses Wort BIM oder die Abkürzung hören, sagen, das hat doch mit uns nichts zu tun, also Building sind doch nicht wir. Manche versuchen das so umzugehen, indem sie sagen, Building ist eigentlich in dem Zusammenhang ist das kein Substantiv, sondern eher ein Verb, also das, nicht das Gebäude, sondern das Gebaute, das Bauen. Und dann dazu gehört natürlich auch die Landschaft.
Manche schlagen einfach einen anderen Begriff vor, wie Site oder Landscape Information Modeling. Was wir sagen, ist eigentlich, dieses BIM ist für uns an sich per Definition nicht so wichtig. Was wir uns da von diesem Prozess erhoffen, sind diese Vorteile. Und auf der einen Seite geht es darum, was wir aus dem Prozess für uns bekommen können. Das heißt, wie können wir unsere Ideen besser verstehen, wie können wir die verfeinern. Und auf der anderen Seite ist, wie können wir besser mit anderen Gewerken zusammenarbeiten. Und dann ist da sind die Stichworte wie Koordination oder Austausch und Information sehr wichtig. Also das ist so ein kurzes, eine kurze Einführung, Einleitung und quasi auch Erklärung zu dem, was jetzt gerade kommt. Und was kommt ist, wie machen wir das, wie setzen wir das um? Und die Antwort ist eine zwiespältige. Auf der einen Seite sind wir als Büro relativ vorsichtig. Das heißt, letztes Jahr hatten wir hier eine Präsentation von dem Büro, das gesagt hat, jetzt machen wir einfach alles in BIM. Mal gucken, was daraus wird. Wie wir das rangehen, ist, wir nehmen uns einfach Teile von der ganzen Projektbearbeitung raus und die werden dann in diesem BIM-Verfahren bearbeitet. Allerdings das ganze Projekt auf dem deutschen Markt bisher noch nicht. Wir schulen das ganze Team und das ist jetzt eine strukturierte Schulung, auf die ich dann noch kommen werde. Und wir sehen uns eher als fast Followers und nicht die Trendsetters. Das heißt, wir lassen andere Sachen ausprobieren, andere Büros und dann lernen von deren Erfahrungen. Und wenn wir schon im Bereich R&D, also Forschung unterwegs sind, dann sind es eher Projekte, die wir sowieso ehrenamtlich rangehen oder wenn wir uns für Konferenzen oder so verschiedene Tagen vorbereiten und dann probieren wir Sachen aus. Also auf der einen Seite sind wir vorsichtig, auf der anderen sind wir kreativ, versuchen wir kreativ unterwegs zu sein und wir wollen uns jetzt nicht auf das eine Softwarepaket einschränken oder auf das andere Verfahren, sondern je nachdem, in welchem Maßstab, in welchem Projekttyp wir uns bewegen, dann versuchen wir die richtigen Werkzeuge anzuwenden. Und genau, das richtige Werkzeug heißt, also wenn wir jetzt von der Optik kommen, dann man braucht entweder ein Mikroskop oder ein Teleskop und dann kriegt man verschiedene Einsichten in verschiedene Welten. Und so denken wir auch, was können wir, in welcher Leistungsphase, welche Art Werkzeug können wir am besten zu unserem Nutzen und zu dem Nutzen des Kunden verwenden. Im Entwurf ist es sehr oft, sehen unsere Entwürfe so aus, dass jetzt mit einem Flussrenaturierungsprojekt, wo wir mit Sand angefangen haben und dann im Sand versuchen wir jetzt die Linie des Flusses zu entwerfen und dann ein besseres Verständnis für die räumlichen Zusammenhänge zu bekommen. Und das ist jetzt auch eine taktile Erfahrung, die dann irgendwie in diese digitale Welt übersetzt werden soll, muss. Und in dem Fall haben wir einfach dieses Modell eingescannt mit einem Kinect-Scanner, also ein Laserscanner, der 200 Euro kostet, also sehr, sehr günstig, konnten wir dieses physische Modell in das Programm Civil 3D übernehmen und dort verfeinern und daraus, also dieses DGM, das dann am Ende entstanden ist, diente uns zur weiteren Bearbeitung und zur weiteren Kommunikation der Ergebnisse. Manchmal ist der Maßstab ein komplett anderer und dann braucht man, also auch wenn wir speziell über das Thema Wasser sprechen und wie das Wasser sich verhält, dann brauchen wir große Modelle. Und das ist jetzt ein 1:1 Modell, das aus Styrodur gebaut wurde bei uns in der Werkstatt. Parallel dazu hatten wir auch noch so ein 2:500 Modell, damit man eben diese räumlichen Verhältnisse versteht und dann das 1:1 Modell, um das Verhalten vom Wasser zu verstehen. Und das rechte Foto, das finde ich immer sehr interessant,
jedes Mal, wenn wir mit so einem großen Modell zu tun haben, dann, also die Körpersprache von unserem Designchef sagt hier alles, also die, das unterstützt Interaktion und unterstützt Kommunikation, was eine Skizze oder ein 2D-Ausdruck sehr selten leistet. Was man jetzt auch noch anhand von diesen Modellen bekommen kann, ich hoffe, es funktioniert, genau, ist das Verständnis für unterschiedliches Verhalten von Wasser je nach Menge und Fluss und Druck. Dann verhält sich das Modell anders und dann so können wir wirklich eins zu eins das Endergebnis finden. Und dann entsteht wieder die Frage, wie bringen wir das wieder in die Welt, die digital unterwegs ist und dann, wie können wir das weitergeben. In dem Fall haben wir den Prozess von Fotogrammetrie verwendet, das heißt, aus verschiedenen Blickwinkeln werden Fotos gemacht von dem Modell und das wird dann innerhalb von, auch von Autodesk gibt es ein Softwarepaket, das das unterstützt und dann innerhalb von wirklich einer halben Stunde kriegt man von dem physischen Modell eine digitale Repräsentation davon und das dient uns wiederum als Ausgangspunkt für Visualisierung in 3D Max gemacht, wo man jetzt sehr schnell dem Kunden auch kommunizieren kann, wie wird das mit verschiedenen Materialitäten aussehen, wie wird das Produkt aussehen und am Ende wird sowohl das physische als auch das digitale Modell an die Ausführungsfirma geschickt und hier sieht man das finale Produkt, das mit einer CNC-Fräse hergestellt wird. Und der Hersteller hat natürlich auch eine Referenz mit Steradur. Bei vielen Themen, was höre ich immer wieder so, dass es noch keine Software gibt, die dem Landschaftsarchitekten alles geben könnte. Und dann sage ich immer, meine Antwort ist, suche nicht nach dem perfekten Softwarepaket, sondern nimm das, was es gibt. Und ein Beispiel dafür ist auch ein Tool von Autodesk, Meshmixer, ist umsonst, ist für was komplett anderes gedacht, für eigentlich Spielereien mit sehr einfachen Formen wie hier, aber das sind alles organische Formen. Und wie wir dieses Produkt anwenden, ist für natürliche Geländemodellierung, die es entweder in Civil 3D zum Beispiel sehr, sehr schwierig ist, hinzukriegen, die nimmt verschiedene Formen halt. Man kann das Gelände mit sehr einfachen, gehen wir in Civil 3D und machen die technischen Höhen, wenn in Civil 3D definiert, dann gehen wir in dieses Meshmixer-Tool, wo dieses frei schwebende entworfen wird und dann am Ende wird das übersetzt in einen 2D-Ausführungsplan, wo die Höhenlinien einfach unseren Erwartungen entsprechen. Der nächste Punkt ist die Simulation, die uns ermöglicht, eine bessere Einsicht in das Projekt zu bekommen und dann teilweise ohne Simulation können wir nicht weiterkommen, wie das, wo das auch ein Thema war bei einem Flussrenaturierungsprojekt in China, 3,5 Kilometer von einem Fluss. Das Ziel war, natürliche Uferbefestigungen zu entwickeln und wie das geschieht, ist, dass jeder von diesen Typen hat verschiedene Anforderungen an die Geschwindigkeit und Scherspannung und der Prozess sieht folgendes aus, man geht von einer Annahme aus und dann simuliert, also führt eine hydraulische Simulation durch und sieht, ob die Annahmen dann funktioniert hatten. Wenn nicht, dann muss man das anpassen und dann durch den iterativen Prozess landet man am Ziel und am Ende übersetzt man die Ergebnisse von dieser Simulation in verschiedene Uferbefestigungstypen. Und quasi umsonst, weil der Prozess verlangt, dass man ein DGM erstellt und dann die Kommunikation zwischen verschiedenen Softwaren, also zwischen der hydraulischen Simulationssoftware und der DGM,
Erstellungssoftware läuft über die GIS-Schnittstelle, also über Shape-Dateien. Und quasi umsonst kriegt man noch die Massenberechnung und dann weiß man, wie viel das ganze Projekt auch in der Hinsicht kosten kann. Und um Teil davon, dass das auch das quasi umsonst kommt, ist die Visualisierung von verschiedenen Überflutungsszenarien, die auch der Kunde besser wahrnehmen kann und besser verstehen kann, wenn wir mit so einem Video zu ihm kommen und dann kann man sich besser vorstellen, was die Auswirkungen von verschiedenen, auch von unseren Maßnahmen, welche Auswirkungen die dann haben. Wenn wir beim Thema Visualisierung sind, dann auch je nach Maßstab, in dem wir uns bewegen, setzen wir auch andere Tools ein. Und das wäre in dem Fall, es ist ein Masterplan für eine ganze Stadt, Odense in Dänemark, wo es relativ schwierig ist, bei solcher Art Projekten die entsprechende Informationsdichte festzustellen. Entweder hat man zu viele Infos in den Maßstab oder zu wenig, und dann haben wir versucht, die ganze Stadt in einem interaktiven 3D-Modell in InfraWorks von Autodesk auch unterzubringen, wo wir dem Kunden, also wir hatten keine Präsentation, sondern sind immer zum Kunden mit dem interaktiven Modell hingegangen und dann mit dem Kunden haben wir uns einfach durchgeklickt durch die Ecken und Enden, die interessant waren. Und das ist so gut angekommen, dass die dann von uns dieses Modell quasi gekauft haben am Ende. Und durch den Lizenzvertrag, den wir haben, konnten wir dem Kunden einfach unsere Lizenz auch geben. Und die ganze Stadt benutzt jetzt dieses Modell, um interne Kommunikation weiter zu pflegen. Also das ist jetzt wirklich eine, und dann am Ende haben wir keine Broschüre abgegeben. Das war wirklich das Einzige, was wir dem Kunden gegeben haben, war dieses 3D-Modell. Wir machen natürlich auch ganz normale Visualisierungen von Objekten, in dem Fall 3D Max, eine fotorealistische Art von Visualisierung. Aber was immer wieder, was immer öfter kommt, ist jetzt, dass ein Video verlangt wird. Und dieses Video wird jetzt in Lumion gemacht. Lumion kann sehr gut mit Revit kommunizieren. Das heißt, wir haben ein Modell erstellt in Revit. Das ist ein Projekt in Offenbach, in der Nähe von Frankfurt. Und dieses Video wurde innerhalb von einem Tag vorbereitet. Also das zeigt jetzt, es ist nicht perfekt, aber es ist für 8 Stunden Arbeit ist es natürlich genial. Und hier fehlt noch die Musik, aber es gibt noch sehr schöne Hintergrundgeräusche. Und dann die Art und Weise, wie wir jetzt unsere Konzepte und Ideen kommunizieren können anhand von dieser Technik, ist einfach genial. Und in den, ich glaube, ich meine jetzt zu behaupten, vor 3 Jahren wäre das noch nicht möglich gewesen, in solcher Qualität und in solchem mit so einem knappen Zeitbudget. Genau. Und natürlich machen wir auch Auswertungspläne und dann kommen zu dem, was viele als das eigentliche BIM verstehen würden. Als Beispiel habe ich hier ein Projekt aus Bahrain. Es geht hier um diesen Stadtviertel, der quasi neu gebaut wird. Und das ganze Projekt wurde dann schon in Revit und Civil 3D bearbeitet. Es geht um den Austausch und die Kommunikation mit mehr als 10 verschiedenen Subunternehmer. Und wir hatten ein Revit-Koordinationsmodell, wo alle Informationen hingeflossen sind. Wir haben natürlich nur die Landschaft gemacht und die ganzen Belege. Und unsere Herangehensweise war die folgende: alles, was die Geländemodellierung anbelangt, haben wir in Civil 3D gemacht, dann ins Revit importiert, und alles, was Kleinarchitektur und Vegetation anbelangt, wurde dann in Revit erstellt. Und dann am Ende ging es darum, dass die ganze Koordination in dem Revit-Programm erfolgt ist
und teilweise auch ohne diese Schnittstelle nicht möglich gewesen wäre. Was man noch dazu sagen muss, ist, in Bahrain, beziehungsweise von dem Kunden wurde das verlangt. In Deutschland haben wir noch keine Projekte gemacht in diesem BIM-Verfahren von Anfang bis zum Ende, weil es teilweise keine Vorschriften gibt und teilweise wird das auch noch nicht vom Kunden verlangt. Der letzte Punkt ist, wie wir eben unsere R&D betreiben. Es fängt bei uns sehr oft an bei ehrenamtlichen Projekten und das sind jetzt so zwei Beispiele von Drohnenüberfliegung, aus der ein DGM entsteht. Die beiden sind Projekte, die wir in unserer Freizeit gemacht haben und dann haben wir Zeit, um eben neue Techniken auszuprobieren und dann, das resultiert dann später in einem Projekt, das ist jetzt ein Projekt in der Nähe von Waldorf, wo wir uns sicher waren, naja, das können wir schon leisten und dann haben wir das bei einem Projekt angewendet und dann ist es ein DGM, das uns dann, beziehungsweise ein Bestands-DGM, eine Bestandsaufnahme, die wir dann für weitere Planung verwendet hatten. Und auch bei, was wir dann noch als anderes Beispiel von der Forschung, die in unserer Privatzeit erfolgt, zeigen können, sind so interaktive Poster. Das hat ein Kollege von uns gemacht, der letztes Jahr einen Beitrag für die DLA, die Digital Landscape Architecture Konferenz, gemacht hat. Und mit diesem Poster hat er gewonnen. Deswegen vielleicht an die Organisatoren hier ein Tipp. In der Zukunft können Sie vielleicht auch so Wettbewerbe oder so was Ähnliches gestalten. Das bringt uns auf jeden Fall weiter. Und was wir auch teilweise machen, auch von dem gleichen Kollegen, kennen wir das hier? Genau, ist der Ausblick in VR. Hier kann man das einfach nur im Browser sehen. Aber eigentlich, das sieht man nicht, Entschuldigung. So. Genau. Also, das ist auch ein fiktives Projekt, das sich unser Kollege ausgedacht hat und dann ist nur ein erster Schritt in Richtung VR für Landschaftsarchitektur von unserer Seite. Man kann es, also den Link gibt es hier, man kann sich das auf einem Smartphone angucken und mit einer VR-Brille ein besseres Verständnis für bekommen. So, jetzt bin ich hier wieder, genau. Jetzt die Frage, wie wollen wir weiter vorgehen? Wie sieht unsere Zukunft aus? Die Zukunft fängt in Frankfurt an. Das ist ein Projekt FOR, wo wir mit, also das, es geht um diese vier Türme in Frankfurt, wo wir damit jetzt zum ersten Mal in Deutschland beauftragt sind, ein Projekt ab der Leistungsphase 3 bis zur Leistungsphase 7 im BIM-Verfahren von Anfang bis Ende durchzutakten. Und es fängt jetzt am 5. April fängt es an und Abgabe Leistungsphase 3 ist für September geplant. Das heißt, die nächsten 6 Monate werden wir damit beschäftigt. Das ist das eine Projekt und ein anderes Projekt ist in der Nähe von München. Das heißt, wir haben jetzt zwei Projekte, die wir eben in der Leistungsphase 3, 4, 5, 6, 7 in Revit in Deutschland bzw. in BIM in Deutschland bearbeiten werden. Und das alles, ich habe früher die Schulung erwähnt, ein Teil davon ist schon erledigt. Wir haben vor ungefähr 2 Jahren angefangen mit der ganzen Strategie. Professor Peczek hat unser Team geschult in Civil 3D und das ist jetzt im Mai 2017 erfolgt. Für dieses Jahr kommt neue Schulung in Revit und natürlich sehr wichtig ist, nach jeder Schulung ein Feedback zu haben und dann schauen, was die Vorteile davon sind. Also das ist das eine und das andere ist, wir wollen
uns beteiligen an der ganzen Diskussion. Wir wollen die Standards mitentwickeln für Deutschland. Wir sind unterwegs mit den Softwareherstellern, damit wir kommunizieren können, was uns noch fehlt, was wir gerne hätten. Und wir sind auch bei solchen Veranstaltungen wie hier. Wir wollen das Feedback von dem Publikum haben, von anderen Kollegen. Wir hören gerne von euren Erfahrungen. Und das ist jetzt meine E-Mail-Adresse. Ich bin auch noch hier und würde sehr gerne diesen Austausch weiter betreiben und würde mich freuen auf das, was jetzt kommt und dass die Zukunft nicht nur für uns, aber auch für die ganze Branche dann gut aussieht. Dankeschön. Dankeschön.